Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Cardigan stricken könnt in RVO-Technik, und zwar alles an einem Stück, beginnend mit dem Kragen und auch die Blende an einem Stück mitgearbeitet. Ich werde den Cardigan mit einem Farbverlaufsgarn stricken, mit einem Bobbel, und werde dafür Nadelstärke 3,0 verwenden. Ihr könnt natürlich jedes x-beliebige Garn, Wolle benutzen, müsst dann nur dementsprechend die Umrechnung, Einteilung neu berechnen. Aber das kommt ja auch immer auf die Maschenprobe drauf an, wie dick euer Garn ist. So, ich werde das mit einem provisorischen Anschlag stricken im Kragen, und dafür werdet ihr auch eine Häkelnadel brauchen und ein bisschen Restwolle. Damit beginnen wir dann. Und wie gesagt, ich habe ein Farbverlaufsbobbel. Vierfädig ist er. Und von Ladies die Traumgarne, ist super Qualität und ja, also gefällt mir sehr gut. Wenn ihr vielleicht denselben nachstricken möchtet, dieser Bobbel heißt Die Leichtigkeit des Seins, gibt aber auch ganz viele andere im Onlineshop bei ihr. So, dann fangen wir jetzt mal an, und zwar zuallererst mit der Berechnung. So, dann schauen wir mal. Ihr kennt das vielleicht schon aus meinen anderen Videos. Im Prinzip gehen wir da immer nach derselben Methode vor. Ihr macht erstmal eine Maschenprobe und schaut, wie viel Maschen ihr auf 10 cm braucht. Dann nehmt ihr ein Maßband, legt euch das um den Hals und messt, wie groß euer Halsumfang sein soll. Bei dem Cardigan ist es ganz ratsam, wenn ihr einen ziemlich engen Halsumfang euch aussucht, berechnet, damit er dann eng am Hals auch anliegt. Er wird sowieso dann durch Wolle und Gewicht, wird der Kragen etwas auseinandergezogen. Also nehmt euch lieber einen ziemlich engen Halsumfang. Bei mir sind das 40 cm. Und meine Maschenprobe hat ergeben, dass 22 Maschen 10 cm sind. Das heißt, dann brauche ich für 40 cm 88 Maschen. Insgesamt für den ganzen Halsumfang. Nun möchte ich die Raglanlinie jeweils mit einer Masche stricken. Das heißt, ich muss 4 Maschen von diesen 88 abziehen. Das sind dann noch 84 Maschen. Diese 84 Maschen teile ich durch 3. Ergibt 2 mal 3 ist 6, 2, 4, das ist 8. 3 mal 8 ist 24. Geht genau auf. Habe ich Glück gehabt, wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, wenn ihr 23 Maschen habt oder auch einen größeren Halsumfang machen möchtet. Das spielt keine Rolle. Sobald ihr eine Restmasche hier übrig habt, notiert euch das und zählt die dann immer bildlich zum Vorderteil dazu. So, also ich habe jetzt hier diese 84 Maschen durch 3 geteilt, 28 Maschen. Das heißt, ich brauche 28 Maschen für meinen Rücken, ich brauche 28 Maschen für mein Vorderteil und die Hälfte davon, also dieses eine Drittel, 14 Maschen je Arm und die Raglanmaschen. So. Einen Cardigan, das ist ja eine offene Jacke, können wir natürlich nicht mit dem Vorderteil zustricken. Das heißt, wir müssen diese Maschen erstmal weglassen, so, und nehmen
je Seite nur eine Masche zuerst auf. Nur eine Masche. Und dann bleiben hier noch 26 Maschen übrig, die ihr später im Ausschnitt nach und nach zunehmt. 26 Maschen, das heißt pro Seite dann 13 Maschen, damit ihr dann auf die Gesamtzahl von dem ganzen Cardigan kommt. So, jetzt müssen wir noch schauen, weil ich ja anfangen möchte mit einem Schalkragen und mit einem provisorischen Anschlag, dass wir den Rücken und ja das ganze Teil eigentlich in zwei Hälften teilen. Also vom Rücken sind einmal hier 14 Maschen und 14, zusammen 28. Dann jeweils die Raglanmasche, dann die Ärmel, dann wieder die Raglanmasche und eine Masche für das Vorderteil. Das ergibt zusammen 14, 28, 30, 31 Maschen je Seite. Ich sage es jetzt einfach mal so, nehmt es hin, so wie das ist. Denn wir fangen ja beim provisorischen mit dem provisorischen Anschlag an und müssen erst eine Seite strecken und dann die nächste Seite strecken. Und dann müssen wir diese Seite zum Beispiel so lang strecken, bis wir 31 Maschen hier aufnehmen können. Und diese Seite müssen wir dann so lange strecken, bis wir 31 Maschen hier aufnehmen können. Und ich zeige euch das auch hier so ein bisschen gebogen, weil wir das mit verkürzten Reihen strecken. Wenn ihr euch erstmal das Prinzip der verkürzten Reihen anschauen möchtet, dann könnt ihr euch mein Video anschauen, verkürzte Reihen am Halsbündchen beim RVO. Da habe ich das eigentlich ganz gut erklärt. Dann beginnen wir jetzt mit dem Schalkragen. Und zwar möchte ich den Schalkragen in einem kleinen Perlmuster stricken und möchte ihn 15 Maschen breit stricken. Also ja, 15 Maschen breit. Dafür nehmt ihr euch jetzt erstmal eure Restwolle und die Häkelnadel und schlagt relativ locker einfach Maschen an. Ganz einfache Luftmaschenkette anschlagen. Und es ist auch ganz egal, wie viele Maschen, das heißt, nein, nicht egal. Es müssen natürlich mehr sein, als wie wir stricken wollen. Und ich möchte ja 15 cm breit den Schalkragen und die Blende haben. Das heißt, es müssen natürlich mehr als 15 Maschen sein und macht auch am besten einige mehr, damit ihr, falls ihr mal hängen bleibt oder so, damit da kein Malheur passiert, denn diese Luftmaschenkette ist im Prinzip ganz uninteressant, die wird später wieder aufgemacht. Falls ihr Fragen zu dem Video haben solltet, könnt ihr mich gerne auf Facebook besuchen, auch unter Melas Strickstube. Dort habe ich eine Seite eingerichtet mit den Videos, die ich hier auf YouTube zeige. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen oder auch in meiner Facebook-Gruppe Melas Strickstube. Da unterhalten wir uns auch über alles andere. Hauptsächlich natürlich Gestricktes, aber auch alles andere. So, ich denke, das dürfte reichen. So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe eben gesagt, dass der Schalkragen 15 cm breit wird. Das stimmt natürlich nicht, sondern 15 Maschen. Und das sind bei mir so in etwa 8 cm. Gut, dann beginnen wir jetzt. Ich zeige es euch gerade nochmal. Also dieses Garn ist ein Baumwollgemisch, 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Relativ pflegeleicht, kann man gut in die Waschmaschine. Und mit der Lauflänge, das werde ich euch erst zum Ende
sagen können, wenn ich den Cardigan fertig habe, wie viel Lauflänge ich denn insgesamt benötigt habe. Denn ich werde mir die Armbobbles, die da noch fehlen, erst wickeln lassen, wenn ich die Arme stillgelegt habe, damit ich dann auch weiß, mit welcher Farbe es weitergeht. So, ich fange den Bobble an, von außen abzustricken. Einfach, gefällt mir besser. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Und auch, wie gesagt, jedes andere Garn dazu nehmen. So, nun haben wir hier unsere schöne Luftmaschenkette. Und da müsst ihr mal schauen. Hier vorne seht ihr die Schlingen. Und wenn ihr die Wolle ein bisschen dreht, seht ihr diese kleinen Hügel, diese kleinen Berge. Und genau da wollen wir reinstechen. Genau dort rein. Hier, also nicht hier vorne in diese Schlingen, die eigentlich auch wie gestrickte Maschen aussehen, sondern einmal zur Seite drehen und hier durch. Ich hoffe, ihr seht das. So, und jetzt wird es ganz tricky. Ach, wenn ich das erstmal geschafft habe. So, jetzt wird die erste Masche einfach hier durchgezogen. So, jetzt wird in die nächste hier reingestochen, in diesen Hügel von hinten, und versucht das auch möglichst sauber reinzustechen, denn ihr müsst ja später, wird diese Wolle aufgezogen, dann ist es ganz gut, wenn das dann nicht hängen bleibt und sich verhakt. So, das ist jetzt die dritte, die ich hier habe. Hier nochmal, ich zeige es euch nochmal, hier in diesen kleinen Berg einstechen und auf die Nadel holen. Und die nächste. So. Und das macht ihr jetzt, bis ihr 15 Maschen auf der Nadel habt. So. Ich habe jetzt meine 15 Maschen aufgenommen auf diese Luftmaschenkette. Jetzt drehe ich das um und beginne mit der ersten Reihe. So, ihr holt euch den Faden und in dieser ersten Reihe und nur in dieser ersten Reihe wird die erste Masche rechts gestrickt. So, die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts. Und dann beginnen wir hier schon direkt mit dem Perlmuster, mit dem kleinen. Das heißt, es wird dann immer abwechselnd eine Masche rechts und eine Masche links gestrickt und auf der Rückreihe dann genau versetzt. Also die Masche, die dann rechts gestrickt war, wird links gestrickt und umgekehrt. Ich zeige es euch. Schaut nur einfach mal zu. Wir sind jetzt hier in unserer ersten Reihe. So, kommen gleich zum Reihenende und da müsst ihr ein bisschen wegen dem Faden aufpassen. So, rechts, stopp. Das hätte ich jetzt schon fast vergessen. Wir wollen einen Kettrand stricken, damit wir später die Maschen schön aufnehmen können. Und das heißt, es wird immer die erste Masche abgehoben, wie zum Linksstrecken, und die letzte Masche wird immer rechts gestreckt. So, hier noch ein bisschen anziehen. Das war nur in dieser ersten Masche, dass wir die rechts gestreckt haben. Sonst wird das, wie es jetzt
Ich zeige es euch jetzt in der zweiten Reihe. Kommt. So, ihr nehmt den Faden. Habt ihn vor der Arbeit liegen und hebt die Masche wie zum Linksstricken ab. Einfach nur abheben. Und dann seht ihr, hier ist eine linke Masche. Das heißt, die wird jetzt rechts gestrickt. Und jetzt geht das Ganze wieder abwechselnd zurück. Mit 1 rechts, 1 links, immer abwechselnd. So, gleich sind wir am Ende wieder angelangt. Ist ja bei 15 Maschen, dauert das nicht so lange. So, und hier wird ist halt eine rechte Masche. Und die letzte, egal ob es rechts oder linke Maschen ist, vorher ist, wird immer rechts gestrickt. So, und wieder wenden und dann beginnt jetzt die dritte Reihe. Wieder den Faden nehmen, wie zum Linksstricken abheben, nur abheben. Und dann wieder, da ist ja wieder eine linke Masche, wieder rechts, links, rechts. Links. So, das macht ihr jetzt, bis ihr zum Beginn der sechsten Reihe kommt. So, jetzt bin ich hier in der sechsten Reihe angelangt und da stricken wir 10 Maschen. In der sechsten Reihe 10 Maschen stricken. Mal schauen, wie viel habe ich? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, hier sind noch 5 Maschen auf der Seite. Nun drehen wir die Arbeit. Wir stricken jetzt zum ersten Mal eine verkürzte Reihe. Holen uns hier dieses Hasenöhrchen, bisschen anziehen, so, und stricken diese Reihe zurück. Und das ist dann unsere siebte Reihe. Nicht vergessen, diese kurze Reihe mitzuzählen. So, das ist die siebte Reihe hier jetzt. So, die letzte wieder rechts für unseren Kettrand. Moment. So, und die erste Masche abheben wie zum Linksstricken. So. Und das Perlmuster, das ist jetzt unsere achte Reihe. Ihr dürft nicht vergessen, diese Reihen zu zählen, sonst kommt alles durcheinander. Was mir schon passiert, also von daher spreche ich aus Erfahrung. So, hier kommt jetzt unsere Wendemasche. Dieses Hasenöhrchen stricken wir schön zusammen ab und stricken jetzt, das ist eine rechte Masche hier drunter, ganz normal unser Perlmuster weiter. So, und die letzte Masche wieder rechts. Wenden, jetzt kommt die neunte Reihe. So, abheben. Gut, das ist jetzt die
neunte Reihe. So, und das macht ihr jetzt immer fortwährend. In jeder sechsten Reihe, das heißt beim nächsten Mal in der zwölften Reihe, eine Wendemasche zurückstricken mit dem Hasenöhrchen, in der 18. Reihe. In jeder sechsten Reihe macht ihr das jetzt einmal wenden, einmal verkürzt reinstricken, bis ihr zur 62. Reihe angelangt seid. Das heißt, ihr müsst 10-mal diese verkürzten Reihen stricken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kommt der Teil, der wirklich Spaß macht. Denn wenn euch hier jetzt was passiert, wenn euch hier gleich was runterfällt, müsst ihr das Ganze nochmal machen. Aber wir schauen mal. Und nicht nur ihr, ich auch. Ihr seht, das ist jetzt so ein Bogen hier, ein Bogen geworden. Und jetzt, habe jetzt die 62. Reihe gestrickt und habe 10-mal verkürzte reingestrickt in jeder sechsten Reihe. Und wenn ihr das jetzt hier oben in diesem langgebogenen seht, dann sind hier 31, wie soll ich sagen, 31 große Maschen zu sehen. Jeweils immer zwei Reihen ergeben eine große Masche, in die wir nachher immer einstechen können, um Maschen aufzunehmen. Und wenn ihr die zählt, müssen das 31 Maschen sein. Jedenfalls nach meiner Berechnung, also so wie ich das ja haben möchte. Wenn ihr da mehr ausgerechnet hattet zu Beginn, dann müssen das natürlich mehr Maschen sein und die Reihen müssen auch etwas mehr sein, etwas länger. Aber denkt dran, wenn ihr das größer macht, wenn ihr ein bisschen breiter gebaut seid, am Hals ein bisschen weiter haben möchtet, denkt dran, dass ihr immer die verkürzten Reihen strecken müsst. So, jetzt schneiden wir den Faden ab. Ab ist er geschnitten. So. Und das ist auf einer Nadel oder Faden, bleibt jetzt ruhig hier liegen. So, dann drückt mir mal jetzt die Daumen. So, den wollen wir mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ihr zieht also nun ganz vorsichtig eure Luftmaschenkette hier auf. So, ganz vorsichtig. Und ich steche hier schon mal in die Masche unten rein und habe die erste Masche auf der Nadel. Und das mache ich jetzt ganz vorsichtig. Mit jeder weiteren Masche hier einstechen, damit sie euch nicht runterfallen kann, und dann habt ihr sie. So. Und nochmal hier einstechen. Ah, das ist die Wolle nicht so gut. So, da habt ihr sie. Gut, und die nächste. Hier einstechen und aufziehen. So, und das macht ihr jetzt die ganze Reihe. Jetzt habe ich die Maschen alle auf die Nadel gehoben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau, sind 15 Maschen. Und ich kann den Hilfsfaden von der Wolle rausziehen. Gut. So, jetzt habt ihr alle Maschen auf der Nadel.
Und nun wird das andere Teil gestrickt. Wir beginnen jetzt das zweite Stück von der nach innen gebogenen kleineren, kürzeren Seite. So, und zwar ist das jetzt unsere erste Reihe. Und ihr denkt bitte wieder dran, in jeder sechsten Reihe muss wieder eine verkürzte Reihe gestrickt werden. So, wir beginnen jetzt erstmal wieder. Und zwar hier innen wird die erste Masche wieder rechts gestrickt. Die erste Masche rechts gestrickt, anders als sonst beim Kettrand, diese Masche rechts stricken. So, und jetzt müsst ihr euch die Masche noch richtig rum auflegen. Und dann beginnen wir mit 1 rechts. So, ich lege mir die Maschen jetzt anders auf die Nadel und 1 links. Und hier kann ich hinten einstechen, rechts, und die linken Maschen drehe ich mir erst wieder links. Rechts, drehen, links. So. Rechts, die wieder andersrum drauflegen. Und links, rechts, links, rechts, andersrum drehen, links, oh, vorsichtig hier, rechts, damit ihr den Faden da nicht zu sehr durchzieht, und hier wieder rechts. Moment, das ziehen wir hier ein bisschen fest und verknoten das auch gleich, damit euch das nicht aufgeht. So ein bisschen anziehen. So. Und verknoten. So. Halt. Und dann kommt jetzt die zweite Reihe. So, wir beginnen jetzt die zweite Reihe, und da macht ihr das wie gehabt. Abheben, den Faden vorne lassen hier, und jetzt im Perlmuster zurückstricken. So, und in jeder sechsten Reihe wieder eine verkürzte Reihe stricken. Jetzt habe ich meine 62 Reihen auch auf dieser Seite gestrickt, habe in jeder sechsten Reihe eine verkürzte Reihe gestrickt. So, und so sieht das nun aus, ein kleiner Halbmond. Und nun zeige ich euch nochmal, wie wir unsere Einteilung machen, wie wir die Markierer jetzt setzen. Und zwar hatte ich ja für 40 cm Halsumfang 88 Maschen für mich berechnet. Von diesen 88 Maschen 4 Raglanmaschen abgezogen, waren 84 Maschen, geteilt durch 3 waren 28 Maschen. Sprich 28 für vorne, 28 für den Rücken, 28 für vorne, 14 je Arm und die 4
Raglan waschen. Nun haben wir ja gesagt, vorne wird ja der Cardigan mit dem V-Ausschnitt. Das heißt, wir teilen das hier dann und pro Seite wird nur eine Masche fürs Vorderteil angeschlagen, bleiben 26 Maschen übrig. Und diese 26 teilen wir durch 2 für jede Seite. Das sind dann 13 Maschen, die auf jeder Seite hier am Halsausschnitt zugenommen werden müssen. So, jetzt müssen wir aber noch schauen, wie wir unsere Markierer setzen. Und zwar habe ich hier, das ist der Rücken. Und den Rücken, da möchte ich in der Mitte auch nochmal 2 Maschen markieren. Das heißt 28 weniger 2 sind 26 geteilt durch 2. Das wären dann kommen hier 13 Maschen, hier 13 Maschen, dann ein Markierer und hier 2 Maschen. Sind wir dann bei unseren 28. Hier kommt wieder ein Markierer für die Raglanlinie. Hier kommen die 14 Maschen für den Arm, wieder ein Markierer. Hier kommt die Raglanmasche, wieder ein Markierer. Hier kommt jetzt das Vorderteil mit einer Masche. Und hier setzen wir auch noch einen Markierer, denn hier haben wir dann unsere Blende, damit wir wissen, ab wann die Blende zu Ende ist oder ab wann, beziehungsweise ab wann wir im Perlmuster weiter stricken müssen. So, das ist unsere Raglan-Einteilung und die Einteilung der Markierer. So, ich glaube, das war eben ein bisschen unscharf, deswegen zeige ich das jetzt nochmal so. Also hier haben wir unseren gesamten Rücken, den ich in der Mitte möchte ich ja auch nochmal 2 Maschen gesondert abtrennen. Das heißt, hier vorne, wir beginnen, hier vorne haben wir unsere Halsblende, ein Markierer, eine Masche, ein Markierer, eine Masche, ein Markierer, 14 Maschen, Markierer, Raglanmasche, Markierer, 13 Maschen vom Rücken, Markierer, 2 Maschen, Markierer, die anderen 13 Maschen vom Rücken, Markierer, Raglanmasche, Markierer, 14 Maschen für den Arm, Markierer, Raglanmasche, Markierer, Vorderteil, Markierer, Blende. Ja, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das so auch hier hinbekommen. In der Praxis, wie ich das jetzt theoretisch so schön erklärt habe. So, wir stricken jetzt erstmal wieder unsere Blende. Stopp, 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 stopp. Nicht vergessen, immer den Kettrand so nur abheben. So, die Blende wird jetzt im normalen Perlmuster gestrickt. Gut. So, und diese Masche stricke ich jetzt hier rechts. So. Jetzt setzen wir einen Markierer, denn das hier ist immer unsere Blende. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Maschen ist die Blende. Nun haben wir den Markierer gesetzt. Jetzt wird hier, ihr nehmt das jetzt so in die Hand und stecht hier in das erste Loch und nehmt euch eine Masche hoch. Das ist die Masche fürs Vorderteil. Da kommt schon mal ein Markierer hin.
das Vorderteil. Jetzt kommt eine Masche für die Raglanmasche, für die Raglanlinie. Wieder ein Markierer. Jetzt kommen 14 Maschen für den Arm. 1, 2, stopp, 3, 4, 5, 6 und immer hier reinstechen. 7, also nicht hier unten, sondern 8, 9, 10, 11, 12, 13 und eine ist 14. So, jetzt kommt wieder ein Markierer, eine Masche. Für die Raglanlinie. Markiere. Jetzt hatten wir ja gesagt, wollen wir erstmal 13 Maschen im Rücken nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. So, jetzt möchte ich die zwei mittleren Maschen hier am Rücken gesondert markieren. Moment, bin ich hier richtig? Ja. So, zwei Maschen am Rücken. So, jetzt kommen die restlichen 13 Maschen. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. So. Elf, 12, 13. So, jetzt kommt wieder die Raglanlinie. Masche, Markierer, so, oh, Moment, so, hier war ich jetzt bei den Armmaschen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ach nein, das war der Rücken, genau, 13, das waren die letzten Maschen vom Rücken, dann hatten wir die eine Masche für die Raglanlinie. Dann kommen jetzt 14 Maschen für den Arm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 und 14. So, jetzt muss ich mir hier erst nochmal meine Nadel dran machen, schnell. Ich habe hier so ein Schraubsystem, aber das ist natürlich keine Pflicht.
wenn ihr da schon eine andere, wenn ihr diese Maschen auf einer anderen ganz normalen Rundstricknadel liegen habt, dann müsst ihr sowas hier jetzt nicht machen. Aber ansonsten ist das sehr praktisch. So, Moment. Damit ich das dann nachher hier auch abstrecken kann. Also, wir hatten jetzt hier die Raglanmasche, dann 14 Maschen für den Arm, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Maschen für den Arm. Jetzt kommt wieder eine Raglanmasche. So, nochmal. Jetzt kommt eine Masche für das Vorderteil. Wieder markieren. So, und nun sind wir bei unserer Blende. Und da fange ich hier mit der, bisschen schwierig, die erste Masche, mit rechts an. Bin ich richtig rum? Ja, genau. Damit das Perlmuster hier im richtigen System, in der richtigen Reihenfolge, im richtigen Muster weitergeführt wird. Müsst ihr mal schauen. So. Gleich haben wir es geschafft. So. Jetzt ein bisschen vorsichtig und auch ein bisschen ziehen den Faden, damit die Maschen nicht zu locker werden. Das war links und die Masche rechts ist ja unser Kettrand. So, und die verknote ich hier jetzt auch direkt wieder, damit uns das nicht aufgeht beim Weiterstrecken. So. Habe ich es fest genug gezogen? Ich denke. Und noch einmal. Okay. Das ist jetzt unsere Einteilung. So, das ist wie gesagt unsere Einteilung und das ist ja jetzt ziemlich eng hier drauf. Das heißt, ich nehme jetzt eine längere Nadel und strecke das darüber. Und ihr seht jetzt hier auf dieser Seite, das ist zwangsläufig die linke Seite, da wo wir am Kettrand auf der anderen Seite schön zugenommen haben. Hier, das ist die linke Seite. Und ich werde ja immer in den geraden Reihen zunehmen, am Vorderteil, am Rücken und die Raglanlinien. Das heißt, das hier ist jetzt für mich die erste Reihe, die ich strecke. Die erste Reihe. Und die wird jetzt am Perlmuster vorne mit unserem Kettrand weitergeführt. So, die Knötchen, das müsst ihr dann ordentlich vernähen. Und hier jetzt mal schauen, wie das Muster beginnt, damit ihr immer versetzt streckt das Perlmuster. So. Gleich sind wir hier, das ist jetzt hier meine rechte, so, das hier ist jetzt vom Vorderteil die Masche, die stricken wir jetzt hier links, das ist die Raglanlinie, die möchte ich hier auch überhaupt nicht hervorheben, das heißt, die wird auch links gestrickt und überhaupt,
Jetzt strecken wir über den ganzen Rücken bis zur anderen Seite. Erstmal alles ganz normal links. So müsste das jetzt bei euch auch aussehen. Und nun kommen wir in die zweite Reihe. So, wir fangen jetzt mit der zweiten Reihe an. Ja. Und zwar werde ich jetzt in jeder zweiten Reihe vor und hinter den Raglanmaschen eine Masche zunehmen. Immer vor und hinter den Raglanmaschen. Hier am Vorderteil werde ich in jeder sechsten Reihe eine Masche zunehmen. Und zwar 13 Mal. Wir müssen ja hier vorne noch 13 Maschen zunehmen, damit wir auf die Maschenzahl auch vom Rückenteil kommen. Und auch hier hinten im Rücken werde ich vor diesen beiden Mittelmaschen in jeder sechsten Reihe hervor und dahinter eine Masche zunehmen. Aber jetzt fangen wir hier erstmal an. Ich zeige euch nochmal die Zunahme an den Raglanmaschen, den Beginn dieser Reihe hier. So, Kettrand abheben. Dann geht es hier los mit der rechten. Die Blende wird jetzt die ganze Zeit fortführend in diesem Perlmuster gestrickt. So, gleich bin ich hier am Ende vom Perlmuster. So, also hier jetzt nicht zu nehmen. Das ist die Masche vom Vorderteil. Da wird auch davor nicht zugenommen. Jetzt kommt die Masche von der Raglanlinie. Das heißt, vor und hinter der Raglanlinie wird jetzt eine Masche zugenommen. So rumgeneigt. Und das strickt ihr jetzt also weiter. Das ist ja jetzt die rechte, die Hinreihe, die zweite Reihe. Vor und hinter jeder Raglanmasche eine Masche zunehmen, hier im Rücken nicht. So, ich fange jetzt mit meiner sechsten Reihe hier an. Und in der sechsten Reihe, da werde ich jetzt das erste Mal auch direkt hinter der Blende eine Masche zunehmen. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier nochmal. So, das sind die, das Perlmuster wieder für die Blende. Und bis jetzt habe ich in der zweiten und in der vierten Reihe immer vor und hinter den Raglanmaschen zugenommen. Jetzt in der sechsten Reihe natürlich auch. So, das war unsere Blende. Das ist der Markierer von der Blende. Und dann nehmt ihr jetzt einfach eine Masche zu. So, hier vor der Blende. Das ist jetzt die Raglanlinie, hops, mit den Fäden ein bisschen Acht geben. So, und hinter der Raglanlinie auch wieder eine zu. Und so geht das jetzt weiter. Auch hier am Rücken jetzt, auch in der sechsten
Reihe vor dem Markierer eine Masche zunehmen und hinter dem Markierer eine Masche zunehmen. So, jetzt bin ich hier an den Maschen vom Rücken. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Einfach hier eine Masche zunehmen. Dann jetzt diese beiden Maschen im Rücken strecken. Und auf der Seite auch andersrum geneigt. Eigentlich genauso, wie wir es bei den Raglan-Linien machen. Auch zunehmen. So. Und das in jeder sechsten Reihe dann. Vorne am Bündchen und hinten im Rücken. Die Raglan-Maschen, die Raglan-Linien, jede zweite Reihe eine zunehmen. So, jetzt habe ich ein ganzes Stück gestrickt und bin hier in der 80. Reihe angelangt. Ich möchte die Raglan-Linie so lang, möchte den Cardigan ziemlich locker und leger. Ihr müsst schauen, auch immer wieder anprobieren, wie groß und ja, wie lang die Raglan-Linie für euch sein soll. Bei mir sind sie jetzt vorne 31, also ist sie vorne 31 cm. Wenn ihr sie ein bisschen kürzer haben wollt, ist das gar kein Problem. Dann teilt ihr die Arme einfach ein bisschen früher ab. Nur denkt bitte dran, auch bis dahin immer noch in jeder sechsten Reihe vorne am Bund auch weiter zuzunehmen. Und nach dem Abtrennen der Arme werde ich auch im Rückenteil in jeder sechsten Reihe weiterhin vor und hinter dem Markierer zunehmen. So, dann trennen wir jetzt aber erstmal die Arme ab. So, zum Abtrennen, ach halt, ich muss ja noch die letzten Maschen stricken, sehe ich gerade. Moment, das haben wir gleich, so. Und ich nehme die Masche der Raglan-Linie jeweils zum Vor- bzw. Rückenteil dazu. Also einfach die Masche von der Raglan-Linie zum Vorderteil. Das war jetzt der Markierer vom Arm. So, und ihr holt euch einfach eine andere Stricknadel, Rundstricknadel. Den brauchen wir nicht. Und dann hebt ihr jetzt alle Maschen einfach auf eine neue Nadel. Die Maschen vom Arm einfach auf eine neue Nadel heben. Ups. So, das sind jetzt meine letzten Maschen, die ich hier noch rüberheben muss. So, da ist der Markierer und das ist jetzt wieder die Masche, ups, bin ich zu hoch, das ist jetzt wieder die Masche von der Raglan-Linie, die nehme ich zum Rückenteil zu. Das heißt, das war es jetzt hier. Moment. So, der Arm ist somit abgetrennt. Klingt schlimm. Also die Maschen vom Arm sind jetzt stillgelegt. So klingt es besser. So, ach, ist ein bisschen gefusselt hier. So, und zum Verbinden zwischen Vorder- und Rückenteil. Och, das will ich nicht. Moment. Zum Verbinden zwischen Vorder- und Rückenteil nehme ich 4 Maschen neu auf. 4 Maschen neu aufnehmen. 3, 4. So. Und das ist jetzt erstmal die Raglan-Linie.
Masche. Jetzt muss der Markierer weg. Und das sind jetzt die Maschen vom Rückenteil. Die werden jetzt ganz normal abgestreckt. So. So ist das. So, ich bin jetzt hier in der 81. Reihe, in der Rückreihe. Bei dem zweiten Arm habe ich das gerade eben genauso gemacht. Die Armmaschen also auf eine andere Rundstricknadel gelegt und vier Maschen aufgenommen, um Vorder- und Rückenteil zu verbinden. Und hier zeige ich euch jetzt gerade nochmal auf dieser ersten Rückreihe dann, also in der 81. Reihe, wie ich das so abstricke. Hier ein bisschen feste vielleicht anziehen, so, und diese Maschen ganz normal wie die anderen Maschen auch links jetzt und in der Hinreihe, in der nächsten Reihe dann rechts, also ganz normal mit abstrecken. Wenn ihr ein bisschen mehr Vorbau habt, ich sag's mal so, könnt ihr auch ohne Probleme noch mehr Maschen hier aufnehmen. Ich nehme jetzt nur diese vier zum Verbinden, dann sitzt das Ganze einfach ein bisschen besser. Wie gesagt, wenn ihr mehr Oberweite habt oder von der Figur her auch fülliger seid, könnt ihr da einfach noch ein paar Maschen mehr zu aufnehmen. Das müsst ihr immer wieder anprobieren. So, und jetzt werden die Reihen erstmal wieder ein ganzes Stück so weiter gestrickt. Ich, wie gesagt, nehme immer noch in jeder sechsten Reihe hier im Rücken vor und hinter dem Markierer zu. Das könnt ihr aber natürlich auch ganz individuell entscheiden, wie weit er euch werden soll. Wenn er nicht so locker sitzen soll, könnt ihr damit einfach aufhören oder ihr könnt es weiterführen, so wie ich das mache. Okay. Ich habe jetzt ein ganzes Stück gestrickt und habe die für mich passende Länge erreicht. Ich bin jetzt in der 187. Reihe und beginne jetzt mit dem Bündchen. Und zwar habe ich vor, das Bündchen auch einfach im Perlmuster zu stricken. So wie die ganze Zeit die Blende gestrickt wurde, so möchte ich jetzt den unteren Rand, den Bund von dem Cardigan stricken. So, das hier ist noch die, sind noch die Maschen von der Blende. So, jetzt müsst ihr einfach das, den Markierer können wir weg. Jetzt müsst ihr einfach das Perlmuster weiter stricken mit einer Masche rechts, einer Masche links im Wechsel und die Rückreihe dann versetzt, genauso wie ihr das hier beim Bund, bei der Blende gemacht habt. Und ich nehme jetzt hier hinten, habe ich ja bis jetzt in jeder sechsten Reihe beidseits der Markierer eine Masche zugenommen. Damit höre ich jetzt auch auf. Das heißt, ich stricke einfach durch, eins rechts, eins links, ohne weitere Zunahmen. So, jetzt habe ich die erste Reihe in meinem Perlmuster für den Bund unten fast fertig. Moment, hier bin ich bei links, genau. Rechts, links, rechts. Links, der Markierer kommt weg. Gut, und ich habe jetzt Glück, oder ja, es ist gut, dass es gerade weitergeht, also weiterführend kann ich das Perlmuster schön stricken. Falls ihr hier eine Masche zu viel haben solltet, keine Ahnung, irgendwie mal eine zu viel zugenommen, zu wenig zugenommen, jedenfalls, falls es hier nicht
bündig weitergehen sollte mit eins rechts, eins links, dann könnt ihr hier einfach zwei Maschen zusammenstrecken. Das fällt niemandem auf. Das seht ihr dann gar nicht. Nur damit das Perlmuster immer fortlaufend ist. Also es dürfen nicht einmal zwei rechte oder zwei linke Maschen nebeneinander liegen. Soll immer fortlaufend sein. So, ich habe jetzt 24 Reihen hier im Perlmuster gestrickt, das Bündchen. Und mir reicht das jetzt von der Länge. Ich habe es gerade noch mal anprobiert. Das solltet ihr ja auch immer machen. Und jetzt werde ich hier einfach alle Maschen ganz locker abketten. Ganz einfach abketten. Immer noch mal im Perlmuster weiter strecken. Also immer die Masche, die linke Masche dann rechts, wie sie halt erscheinen. Und ganz locker abketten. Jetzt bin ich hier gleich am Ende angelangt. So, das sind die letzten Maschen. Und dann zeige ich euch auch gleich noch, wie ihr das dann ganz beendet. Die allermeisten wissen das, aber vielleicht sind ja auch Anfänger dabei, die sich das Video anschauen. Und für die so, das ist die letzte Masche, die hebe ich dann nochmal über, ziehe mir diese Schlaufe ein bisschen länger, schneide den Faden ab und ziehe ihn einmal durch die Schlaufe durch. Okay, das war's mit dem Body. Dann geht es jetzt mit den Ärmel weiter. So, dann fangen wir jetzt mit dem Arm an. Und bevor wir das machen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr also Fragen zu dem Teil habt oder etwas nicht verstanden habt oder ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, es gezeigt habe, dann könnt ihr mich gerne auf Facebook besuchen. Ich habe da eine kleine Facebook-Gruppe, Milas Strickstube. Dort unterhalten wir uns über alles Mögliche. Aber ich habe auch jetzt extra eine Seite erstellt, in der es nur um die YouTube-Videos geht, die ich euch zeige, egal Pullover, Cardigan, was auch immer. Und da müsst ihr nicht extra in eine Gruppe eintreten, sondern die findet ihr so. Und dort könntet ihr unter jedem Post von jedem Pullover-Video einen Kommentar schreiben, Fragen stellen oder auch eure Meinung kundtun, wie euch das gefallen hat. Natürlich würde ich mich da über positive mehr freuen als über negative, aber Kritik ist auch nicht verkehrt. Kann man daraus lernen. So, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Gut, ich habe jetzt hier meine Armbobbles und zwar habe ich mir die so wickeln lassen, wie der Farbverlauf von dem Garn ist. Denn den Cardigan stricke ich ja jetzt mit einem Farbverlaufsgarn von Lady D's Traumgarne. Wenn ihr eine ganz normale Wolle, ein ganz normales Garn habt, dann braucht ihr das jetzt nicht zu beachten. Beim Farbverlauf wäre es ganz gut, wenn ihr euch Armbobbles wickeln lasst, dass ihr schaut, mit welcher Farbe ihr beim Arm, mit welcher Farbe ihr die Arme stillgelegt habt, damit die Armbobbles dann genau mit dieser Farbe beginnen. Denn hier ist das jetzt zum Beispiel so, die erste Farbe, im ganzen Hals-Schulterbereich ist die erste Farbe aufgebraucht, die brauche ich im Arm gar nicht mehr. Also die muss nicht mehr sein und deswegen wurde bei mir jetzt mit der zweiten Farbe begonnen.
So viel erstmal dazu. So, ich habe den Arm auf einem langen Seil oder beziehungsweise auf einer längeren Rundstricknadel ruhen gehabt und den hole ich mir jetzt, den stricke ich jetzt auf eine kurze Rundstricknadel, 40 cm ist die, das ist so eine, mit der wir auch ganz oft das Halsbündchen stricken. Da komme ich am Anfang sehr gut mit hin und kann damit eine ganze Zeit schön in Runden stricken und später wechsle ich dann auf 3 kurze Rundnadeln und zwar lege ich da die Hälfte der Arbeit, stricke ich auf eine kurzen Rundnadel, die andere Hälfte auf einer anderen und mit der dritten freien Nadel dann stricke ich jeweils ab. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das möchtet. Manche bevorzugen da den Magic Loop mit einer langen Rundstricknadel. Andere arbeiten lieber mit einem Nadelspiel. Das ist für mich nicht geeignet. Ich mache das, wie gesagt, am liebsten mit 3 Rundnadeln. So, dann fangen wir jetzt mal hier mit unserer ersten Runde an. Dann nehme ich mir hier den Faden. Ups. So. Und stricke jetzt zuerst, wo bin ich denn hier am Tisch? So. Stricke jetzt erstmal die Maschen auf diese kurze Nadel. Ihr nehmt ganz einfach eine Nadel und fangt hier an, diese Maschen auf eine kurze Nadel umzustricken. So, und wenn ich die Runde fertig gestrickt habe, bin ich gleich wieder bei euch. So, jetzt habe ich die erste Runde gestrickt. Habe alle Nadeln auf der kurzen Rundnadel und jetzt werde ich hingehen und werde hier diese 4 zusätzlichen Maschen, die wir zur Verbindung zwischen Vorder- und Rückenteil genommen haben, aufnehmen und davor und dahinter werde ich jeweils nochmal 2 Maschen aufnehmen, damit hier kein Loch entsteht. Ich zeige euch das am besten. Also das hier sind diese 4 zusätzlichen Maschen und hier nehme ich jetzt nochmal 2 Maschen extra auf und zwar steche ich da auch ziemlich tief ein. Oh, hier muss ich jetzt doch mal gucken hier. So, damit wie gesagt keine Löcher entstehen. So, jetzt sind wir hier bei den 4. Das ist die erste und die zweite Masche. Nun setze ich mir einen Markierer, damit ich die Mitte vom Arm habe. Denn hier werde ich dann immer abnehmen, die Abnahmen machen, damit es dann in einer Linie fortgeführt wird und die Abnahmen nicht über den ganzen Arm wandern. So, das ist noch eine. Noch eine und jetzt ein bisschen Gefriemel am Anfang, möchte ich noch 2 Maschen zusätzlich aufnehmen, hier an der Seite, da und dann gehe ich da rein, so, damit das, wie gesagt, keine Löcher gibt. Und wir kommen jetzt auch schon in unsere zweite Runde. Nun müsst ihr aber erst noch, bevor wir weiter stricken, die Fäden hier hinten verbinden. Und zwar verknote ich die ganz einfach. Ein bisschen fest zusammenziehen. So, nicht zu fest, nicht zu locker. Mit Gefühl. Einfach verknoten. So. Und somit ist die Runde geschlossen.
Und jetzt, oh, die erste ist noch ein bisschen Stopp. Die erste ist noch ein bisschen schwer, aber kriegen wir schön vorsichtig am Anfang sein. So, jetzt geht's erstmal in Runden weiter. Und zwar werde ich in jeder vierten Reihe jetzt beidseits vom Markierer eine Masche abnehmen. Also quasi in jeder vierten Runde zwei Maschen abnehmen. So, ich bin jetzt hier in der dritten Runde und möchte euch das auch gerne noch zeigen mit den Abnahmen. Und mir ist aufgefallen, als ich vorhin, als ich euch erzählt habe, berichtet habe, dass ich eine Seite bei Facebook erstellt habe, in der es nur um diese YouTube-Videos hier geht, habe ich vergessen zu erwähnen, dass diese Seite auch Melas Strickstube heißt. Genau wie die Facebook-Gruppe oder auch hier dieser YouTube-Kanal. So, da sind wir jetzt angekommen. Das sind also jetzt zwei Maschen vor dem Markierer und die stricke ich ganz einfach zusammen. Somit hätte ich eine Masche schon mal abgenommen. Jetzt kommt der Markierer und die nächsten stricke ich auch ganz einfach zusammen. Damit habe ich noch eine Masche abgenommen. Jetzt habe ich also vor und hinter dem Markierer abgenommen. Und das mache ich jetzt in jeder vierten Runde. So, ich habe den Arm jetzt so weit gestrickt, dass ich mit meinem Bündchen anfangen möchte. Ich will da auch wieder ein Perlmuster machen, so wie am Körper auch am Body. Und habe zu Beginn 8-mal in jeder vierten Reihe beidseits vom Markierer eine Masche abgenommen, also immer davor und dahinter in jeder vierten Reihe. Und danach habe ich 17-mal in jeder vierten Reihe einmal vor und einmal hinter dem Markierer, also einmal davor, dann wieder vier Reihen gestrickt und dann dahinter die Maschen abgenommen, damit das dann auch weiter in einer Linie geführt wird. So, ihr müsst mal schauen, wie euer Farbverlaufsgarn ist, damit ihr auch alle Farben bekommt. Müsst ihr einfach sehen, ob ihr eventuell etwas abwickeln müsst von den Farben. Das muss ich jetzt zum Beispiel auch, denn ich möchte ja jetzt mit meinem Bündchen hier beginnen und das soll bei mir dann die letzte Farbe sein. Das heißt, hier die vorletzte Farbe schneide ich dann erstmal ab. So, ich habe mir jetzt das abgewickelt. Diese Farbe, das ist übrig. Und wenn noch mehr übrig bleibt, auch vom Body und vom anderen Arm, könnt ihr mal gucken, kann man vielleicht noch einen kleinen Loop draus stricken, der dann passend zu dem Cardigan ist. Das müsst ihr mal sehen, wie viel übrig bleibt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Farbverlauf, wie oft der Farbwechsel bei eurem Bobble ist, was ihr da ob und was ihr da übrig habt. So, gut, ich bin jetzt in der 84. Runde bei meinem Arm und möchte jetzt mit dem Bündchen beginnen, mit dem Perlmuster. Und ihr müsst das natürlich für euch selbst schauen, wie euch der Arm passt. Immer wieder anprobieren, ob er vielleicht noch ein bisschen länger gestrickt werden muss. Dann strickt ihr einfach noch ein paar Runden dazu, nehmt vielleicht weiterhin in der vierten Runde eine ab. Oder ob ihr ihn etwas kürzer haben möchtet, dann fangt ihr einfach ein bisschen früher mit dem Bündchen an. Das müsst ihr einfach schauen, ganz individuell, wie das für eure Figur
für euren Körper passt. So, dann gucke ich jetzt, dass ich euch noch den Beginn zeige hier. Das ist also, wie gesagt, noch meine 84. Runde. So, das sind die letzten Maschen hier. So, und jetzt fängt die 85. Runde an und hier beginne ich jetzt mit dem Perlmuster. Das ist wie bei der Blende, wie beim Bündchen, kennt ihr ja, eins rechts, eins links, immer versetzt. So, ich habe mein Bündchen jetzt gestrickt, bin in der 100. Runde, das zeigt der Markierer hier nicht, macht nichts, es ist die 100. Runde. Und ich werde jetzt abketten, mir reicht das, ich habe es nochmal anprobiert, ich habe für mich die gewünschte Länge erreicht. Bitte probiert ihr auch immer wieder an, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, ob für euch die Länge hinkommt, ob ihr eventuell ein bisschen früher hättet mit dem Bündchen beginnen sollen oder vielleicht noch ein paar Reihen zusätzlich dran stricken sollt. Ja, dann kommen jetzt hier die letzten Maschen in der 100. Runde. Und dann wird abgekettet. Und den anderen Arm, den strickt ihr dann nochmal ganz genauso gegengleich. So. Das ist die letzte Masche. Gut, dann kann ich den Markierer hier mal wegnehmen. So, und stricke jetzt auch nochmal die letzte Runde ganz normal im Perlmuster und nehme das ganz einfach, wie wir das auch beim anderen Bund am Körper schon gemacht haben, ganz einfach mit einem Überheben ab. So, ganz einfach und locker abketten. Falls euch das Bündchen oder der Arm generell zu weit erscheint, könnt ihr natürlich auch, anstatt wie ich es gemacht habe, dass ich dann nach dem 8. Mal beidseits vom Markierer eine Masche abzunehmen. Da habe ich ja dann angefangen, nur noch einmal eine Masche abzunehmen. Und das könnt ihr natürlich auch weiterführen, dass ihr dann einfach noch mehr Maschen abnehmt, damit es dann unten am Bündchen bisschen schmaler wird, wenn ihr das möchtet. Ich wollte es so ein bisschen locker, weil der ganze Cardigan ja locker und leicht fällt. So. So, dann bin ich jetzt hier bei den letzten Maschen angelangt vom Bündchen. So, die zeige ich euch jetzt auch noch. Voilà, die letzte Masche. Die Schlaufe ein bisschen lang ziehen mit der Schere ab und einmal hier durchziehen. So, und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch ein bisschen ordentlich vernähen. Und wie gesagt, den anderen Arm gegengleich arbeiten.
Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachstricken und bis demnächst. Tschüss!